Ich wollte nochmal sagen, dass das Video vorproduziert ist und dass ich ein bisschen müde klinge und kaputt. Und die Runde ist jetzt zwar manchmal nicht so spannend gewesen, aber ich hoffe, euch gefällt es trotzdem. Bitte, 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 jawohl. Heute wieder reingesweatet und damit willkommen zurück zu Warzone 3. Jetzt ist gerade eigentlich nachts. Ich müsste eigentlich jetzt schon schlafen, damit ich früh morgens auch wieder zur Schule gehen kann, aber scheiß drauf. Nein, Spaß. Ich hab noch ein bisschen Zeit. Ja, willkommen zurück zu Warzone 3. Und heute wollen wir den Lockdown-Modus mal ein bisschen spielen. Ich hab den Warzone 2 nicht mal gezeigt. Und in Warzone 3 will ich mal die Chance nutzen, euch den zu zeigen. Aber nicht mehr den Set, auch wenn das ein richtig geiles Set ist. Es gab, glaube ich, jetzt gerade ein Waffen-Update. Und ich will euch zwei Waffen zeigen, mit denen ich auch richtig gerne spiele, und zwar mit der Sniper-Shotgun. Ich zeige sie lieber am Waffenstand. Sniper-Shotgun, weil ihr könnt so weit schießen. Ihr müsst natürlich aufpassen, nicht die ganze Zeit spammen, sondern so hier. Und vorne die ganze Zeit bam, bam, bam. Also guckt, nahen, so hier. Immer schön nach unten zielen und dann so in der Ferne. Ich glaube, für Controller-Spieler ist das, glaube ich, ein bisschen einfacher. Und die Arm R9 ist so ein bisschen wie die die H4 Blixen aus Warzone 1. Also wirklich, die hat ja kaum Rückstoß und die kann ja einen super schnell wegbürsten. Warte, wenn wir die hier auf 3 Platten machen. Schon geil. Ist schon echt geil. Obwohl ich hier ein 100er Magazin habe, hat das Ding schon fast gar nicht Rückstoß. Muss man ehrlich sagen. Oh, bei mir juckt es noch ein bisschen, weil ich war gerade in der Dusche. Merkt man vielleicht hier an den Haaren, aber naja, nicht viel. Gut, wir gehen rein in Lockdown. Achso, ich muss den Modus noch erklären für die, die ein bisschen zu dumm sind. Nein, Spaß. Also Lockdown ist mit 4 Spielern, wir müssen einfach nur Zonen einnehmen, und wer die meisten Punkte für die Zonen hat, also wer die meisten Zonen erobert hat, bekommt halt halt Punkte, und wer die meisten Punkte hat, der hat dann halt gewonnen. Ja, so ist das Spielprinzip, aber das Ding ist, jeder hat sein Loadout direkt am Anfang und es ist ein komplettes Chaos, weil man kann überall hin, und ja, es ist ziemlich hektisch. Aber ich freue mich sehr darauf, weil wir können sehr viele Kills abstauben. Ich wünsche euch... Ich hab's heute wieder. Das wird rausgeschnitten. So, wir sehen uns gleich wieder. Und da beginnt auch das Chaos hier in Wonde im Lockdown-Modus. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt richtig, richtig egal wird. Oder vielleicht eine geile Runde wird. Mal gucken. Jumpen wir raus gleich mal. Wo wollen wir denn hin? Ja, okay, das ist ein guter Platz. Eine schöne Tankstelle. Wir landen auch direkt hier am Zoo. Der Zoo ist nicht schlecht. Oh, fuck. Ich sehe schon 5 Leute hier reinrennen. Da ist einer. Hey! Boah, diese Waffe ist so ekelhaft. Mal ehrlich. Ich habe den das ganze Schild weggeballert. Aber die WSB... Die WSB 9 ist so ekelhaft. Weil jedes Mal... Oh, hallo? Weil jedes... oh Gott, was ist denn hier? Ich sag ja, komplettes Chaos und ich wurde gefinisht. Ich wurde gefinisht. Benommen? Sind wir jetzt alle hier mal ruhig und können mal chillen? Lass mal... Oh, da hinten, warte. Okay, komm von der anderen Seite. Gott, hier ist keiner mehr. Ich halte mal die Zone, wenn die alle da hinten kämpfen. Jo, wir haben Legolas. Oh mein Gott, ich hab Angst. Die schmeißen hier Granaten rein. Heads up, enemies in the zone. Under fire. We have the zone. Go. Defend it. Gott, da haben wir ihn. Gott, noch geholt. Hilfe. Ich kann nicht mehr reden, weil
alles hier nur noch durcheinander ist. Deswegen, dieser Modus ist eigentlich gar nicht mal so gut. Aber gut halt fürs Leveln, deswegen. Oh Gott. Jo, jo, der mit der Shotgun. Nein, ich hab Shieldbreak gemacht. Müssen wir natürlich umgucken und hier an den Fenstern aufpassen. Wir kommen niemals hier rein. Ich hab gar nicht versprechen. Ja, gut. Oh Gott, oh Gott. Hier oben ist einer. Ah! Alter, das hat. Ich hab gerade echt einen Herzinfarkt bekommen. What the fuck ist denn das jetzt hier? We control the zone. Er stirbt aber auch gar nicht. So, wir landen hier nochmal. Er ist gesichert, die sind alle hier unten. Okay, hier ist keiner mehr. Doch, doch. Ja, ohne Schilde wird das nichts, Brudi. Tut mir leid, oh mein Gott, hier sind viel zu viele. So. Hilfe, gib doch alle weg hier. Oh Gott, noch gekillt. Oh mein Gott, da sind noch welche. Komm, nimm das Teil und hoch mit dir. Oh. Alter, ich bin einfach der Retter der Welt. Also eher der Retter von mir selbst. Ach, das hat sich gereimt. Gut, wir gehen mal zu E. Was? Ich hab nichts gesehen. Ich hab den Gegner nicht mal gesehen. Ach, egal. We're contesting the zone. High value zone identified. Lock it down to earn points faster. Boah, einer ist noch hier drinne. Your squadmates back on station. Good work. Jesus, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Und dann solche Leute bekommen einen Finisher. Oh mein Gott. Alter, ich weiß nicht, wie ich das überlebt habe. Aber ich bin halt einfach Zauberer. Okay. Ganz kurz beruhigen und weiterbleiben. 3, 2, 1 und bewegen. Beweg, beweg. Beweg dich, beweg dich. Hier rüber. Wie gesehen. Hier unten kommt einer. Geht doch mal alle weg hier. Freund, du da. Ja, da kommt noch einer. Och, dieser kleine. Ich wollte den ausschalten, aber da kommt noch ein anderer Vollidiot. Hier oben ist sehr, sehr gut. So. Sorry, Bro. Hat er sich gerade selbst getroffen mit seinen Raketen? Na, da. Vierter. Vierter. Also, ich kann den Modus wirklich nur empfehlen, wenn ihr Laffen. Ich hab's heute auch wieder. Wenn ihr Waffen aufleveln wollt. Aber niemals spielt ihr bitte diesen Modus freiwillig, weil das ist ja ein größter Albtraum. Und wir haben auch nur 3 Leute gehabt hier, geil. Aber dafür hatten wir Legolas, der gar nicht mal so schlecht war. Ja, der Typ juckt mich nie. Also, ich bin kein Fan von diesem Modus, aber zumindest kriege ich ziemlich viele Kills dafür. Ist auch ein Erfolg. Also, kann ich auch dazu sagen. Ja, das Video ist übrigens vorproduziert, deswegen wundert euch nicht, warum das... Es ist eigentlich gestern erschienen, aber leider ist es heute erschienen. Also für mich ist es noch der letzte Tag. Egal. Ich freue mich auf... Ich kann echt nicht mehr reden, ich bin so kaputt gerade. Egal, ich hoffe, ihr hat es gefallen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.